Hi Sportsfreund, großen Dank an dich, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin Matthias und heute geht es um ein Statement. Sportsfreund, wie du unschwer erkennen kannst, habe ich was mit den Armen. Ja, ich sehe aus wie so ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ein bisschen Spaß muss sein, ansonsten wird es zu ernst. Nein, Sportsfreund, ich bin ungünstig mit dem Fahrrad hingefallen. Ich habe mir beide Arme gleichzeitig gebrochen und das bedeutet jetzt Ruhephase. Zum Glück ist jetzt nicht die Füße, nicht die Beine, nicht die Hüfte, nicht die Brust, die Schultern, Rücken, Kopf nicht betroffen vom Unfall gewesen. Aber das wird eine sehr spannende Zeit für mich werden, da ich noch nie, ja, mein Leben ohne bewegliche Hände und Arme gemacht habe. Naja. Ich habe natürlich den Arzt gefragt, oder beziehungsweise möchte ich ja weiterhin immer noch Sport machen. Dann frage ich den Arzt so, hey, wie sieht's aus? Kann ich weiterhin Sport machen? Nee, Sport wäre jetzt kontraproduktiv. Das würde die Genesung nicht so schnell voranschreiten. Und das möchte ich natürlich so schnell wie möglich. Ich möchte so schnell wie möglich gesund werden, damit ich so schnell wie möglich hier wieder Sport machen kann. Und daran möchte ich festhalten. Ich möchte natürlich auch daran festhalten, dass ich aber immer wieder noch Content bringe auf diesem Kanal. Und dass ihr nicht merkt, so, ey, der hat doch gesagt, er macht täglich irgendwas und jetzt auf einmal ist er weg. Nein, das liegt daran. Deswegen muss ich euch etwas sagen. So, und andersrum möchte ich aber auch hier weiterhin Content liefern. Und da habe ich mir gedacht, so, ich werde mehr Folgen Schau dich schlau rausbringen. Ich werde mehr Themen bearbeiten, so wie Blutzucker, wie man Übungen richtig ausführt. Und das Thema Ernährung werde ich ansprechen. Ja. Das Thema Fitness, das große Thema Fitness hat natürlich viele kleine Unterthemen, so wie Ernährung. Und da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Da die Ernährung sehr, sehr wichtig ist, um Muskeln aufzubauen, gleichzeitig um Gewicht zu reduzieren und Masse dazu zu gewinnen. Und ich glaube, das wird eine sehr interessante Zeit werden, wenn man einfach mehr vor der Kamera steht oder beziehungsweise euch viele Themen einfach näher bringt. So kurz und knapp, so effizient und effektiv wie möglich. Steht sich, ne? So. Gleichzeitig werde ich aber auch noch andere Kanäle erstellen. Ich werde zwei andere Kanäle erstellen. Einmal den Kochzelot und einmal den Spielzelot. Beim Kochzelot werde ich das Thema Ernährung umsetzen. Das heißt, es wird denn das, was ich erklärt habe, beziehungsweise ein paar Ernährungsweisen, werde ich aufnehmen und dazu natürlich dann auch immer schön gepflegt meinen Senf ablassen. Nein, also können wir denn nachkochen. Ich werde dann zeigen, was für Zutaten ich verwende, welche Ernährungsweise es jetzt gerade geht und dann dementsprechend könnt ihr es dann nachkochen. Der andere Kanal heißt Spielzelot. Beim Spielzelot geht es mehr darum, Spiele zu kommentieren, sei es Brettspiele oder sei es Videospiele. Ja, ich möchte dieses freie Reden nicht vernachlässigen. Und ich möchte weiterhin immer noch Content bringen und ich will weiterhin immer noch für euch da sein. Aber zurzeit ist es sehr anstrengend oder eingeschränkt und das ist natürlich für mich auch wieder was ganz Neues und deswegen muss ich weiterdenken. Deswegen das Statement heute, damit ihr wisst, dass es hier immer noch weitergeht, aber dass es nicht aufhört, weil er ja gesagt hat, er macht es täglich, egal wer es kommt. Ja, aber so Brüche heilen leider schneller, wenn man sich ruhig verhält. Und daran möchte ich wirklich festhalten. So denn, Sportsfreund, bleib stets motiviert. Wenn nicht dem so ist, klick dich durch. Du findest genug Motivationsvideos bei mir, bei anderen. Tja, soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt weglaufen sollst. Ich bin immer noch da und das bedeutet immer noch,
Schaut gerne rein, besucht mich bei meinen anderen Kanälen, zeigt mir, hey, das ist was, das ist toll, da mache ich weiter. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit, vielen, vielen Dank für das Einschalten und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und ciao, euer Matthias.